Ist voll gut. Da muss ich aber freuen dürfen. Das ist richtig ansteckend. Ich höre mir schon eine ganze Weile an. So. Dann lass doch mal gucken. Hier ist dann noch so ein Ausrufezeichen. Schauen wir mal, was das zu bieten hat. Let me go. Let me out. You there. Artemis sent you to save me. Au! Hey. Au! Ich bin noch gar nicht so weit. Jetzt lass mich doch erstmal. Wer ist er denn? Wieso bringe ich den um? Ah, tut mir leid. Gefangen und nicht froh darüber. Ja, nehmen wir doch. Au! Das ist ja ziemlich effektiv, was ich da mache. Pam! Hey! Au, au, au! Ach, noch einer? Ja klar, warum nicht? Kommt doch einfach alle zu mir. So. Ja, was genau wollte ich hier? Mal, da ist so ein Synchronisationsding da oben irgendwo. Ich wollte doch eigentlich zu dem... Was ist das? Habe ich das schon wieder aus Versehen nebenbei erledigt? Hm, gucken wir mal. Blessings to you, Two Legs. I am Zoe, daughter of Artemis. Thanks for freeing me from the Stone Dwellers earlier. Eh? Two Legs? As opposed to what? Our four-legged brothers and sisters, of course. We are all equal. Our souls are the same. I haven't put much thought into that. You should. We both have animal instincts. I learn new things every day. Who are these people you call Stone Dwellers? They came from the west years ago, and cut down our forests and dug up our earth to build their stone buildings. You seem to be in a tight spot. Looked like you could use a hand. I was outnumbered. No room to run. Now that I'm free, I can plan our revenge against the Stone Dwellers. Our revenge? Okay. Who else is involved? My four-legged brothers and sisters, the woodland creatures.
We'll have our revenge on the Stone Dwellers who steal from our island. The Stone Dwellers have many weapons and defenses. They won't be easy targets. That's why I need my furry friends. Will you free them like you freed me? In return for your help, I'll give you my finest bow. Animals should not be caged. I knew we were kindred spirits. My four-legged brethren are held in two camps in the deforested area. Release them all, so they may run free once again. Consider it done. Freie die Wölfe sind in der Überflussbucht. Ja, da sind wir. Einige von ihnen sind in Käfigen in Antigenes Lager. Das Neuzellerlager? Ist das oder was? Überflussbucht auf Chios. Naja, wir sind in der Überflussbucht. Holzfällerlager, ja gut. Da können wir ja mal hingehen. The Logging Camp. This must be the logging camp. Where could the cages be? Ach, weißt du, wir rennen da einfach mal rein. Das hat sich ja bewährt. Wir rennen rein, metzeln alles platt, befreien die Wölfe und gehen wieder raus. Was haltet ihr davon? Ich speichere nochmal. Zack. So. Hallo. These wolves will want blood once released. We should be careful. Hey, Charlie, look at us! So, erstmal jetzt die Wölfe und dann renne ich schnell weg. Oh. Das ist der Schatz. Easy. Four legs. I'm a friend of Zoe's. Na, aber echt. Nice, four legs. Don't bite. I'm here to free you. Die Bitch hat alle meine Wölfe umgebracht, oder? Bitch. Doppelbitch. Mist. Ist keiner entkommen? Eins.
Nein, sie sind alle tot. Ätzend. Blöde Kuh. Mieses Stück. Voll doof. These wolves will want blood once released. I should be careful. Ich bin immer noch deprimiert. Hallo. Easy. Four legs. I'm a friend of Zoe's. Hoffen wir mal, dass die will hier überleben. Zoe will want to know that all the wolves are free. Jetzt mach doch mal. Nein, euch greife ich nicht an. Bitte machen, was ihr wollt. Was? Geh weg. Ich bringe ihr einfach ein, dann freut sie sich bestimmt. So, hier, ich bringe dir deine Wölfe. Viel Spaß damit. Eigentlich müsste ich das tun. Was wohl passiert wäre, wenn ich das gemacht hätte? Ist schon auch ein bisschen lustig. So. I've done what you asked. Your family is free. Many thanks to you, Warrior of Artemis. You're worthy of. Lass da. Lass uns mal synchronisieren gehen. Ich bin ganz nervös, dass ich das immer vergesse. Sieht aus wie eine Höhle. Hier liegt ein Fragezeichen auf unserem Weg. Dort. Es ist es. Piepmatz, guck doch mal. Mhm.
Ein Grab. Nö. Gegen Gräber gibt es Fertigkeitspunkte. Da ist es gerade die Stele, meine ich. Ein Schatz. Können wir mal gucken. Es ist ja nicht so aufwendig. Das sieht eigentlich nicht so aufwendig aus. Verstehe. Kann ich da einfach reingehen? Okay. Ah. Okay, das war eklig. Skorpione und so, ey. Nee, da habe ich ja keinen Bock drauf. Wie komme ich denn überhaupt dazu? Wieso habe ich mich angezündet? Verstehe ich auch nicht. Ah, jetzt komme ich nicht raus, oder was? Nee, das ist auch ein bisschen witzig. Nicht gesehen. Miststück. Ja, ich werfe mal die Fackel, ich weiß. Okay, es war ein bisschen witzig. Stirb. So, Stele gefunden. Da hinten sind noch mehr Schlangen. Und zwar ganz schön viele. Aber da muss ich bestimmt lang. Sieht aus, als wäre da irgendwie ein Loch oder so.
fucking this. Tja, das war einfach. Verhältnismäßig. Das erste, was wir gemacht haben damals, das hat es ziemlich in sich und seitdem denke ich immer, Gräber. Gar nichts. Verstehe. Ich bin aber schon lange nicht mehr draufgegangen. So ein Kack. Stellt euch vor, wenn ich das Grab jetzt nicht mehr habe. Oh nein. Jetzt mal im Ernst. Wann bin ich das letzte Mal gestorben? Jetzt war ich aber zu größenwahnsinnig. Da so lahmarschig auf den so ein bisschen loszugehen. Müde wie ich bin. Ja, das war nicht ganz so entschieden, was ich da gemacht habe, ich Idiot. Na. Ja, ich will jetzt nicht das Grab nicht mehr haben. Nein, haben wir. Guck mal, hübsches Pferd. Niedlich. Aber ich werde es kaputt machen. Nein, warte, nix, let's go. Da will ich doch hin. Also habe ich Angst, dass ich so irgendwo die Klippe runterstürze. Boah, so ein cooles Gewitter ist auch mal schön. Ey, lasse ich mich tatsächlich desynchronisieren. Peinlich. Haben wir denn noch so Schönes? Hier. Also hier haben wir synchronisiert. Guck mal, da ist auch mein Schiff, das ist gar nicht weit. Sehr gut. Wald der Tränen. Hier ist auch noch so ein Teil. Okay, aber das sieht ja alles erstmal jetzt sehr entspannt aus. Keine Ausrufezeichen. Nö. Gut. Haben wir es hier erstmal. Was haben wir hier so am Start? Sie wollen Blut ziehen, gewinne alle Kämpfe. Ja, ja. Sammle Siegel. Sammle andere Siegel. Ah, das finde ich nicht schlecht. Lass uns mal das machen. So, finde Informationen über meinen wahren Vater. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war die Vulkaninsel. Oh mein Gott, wie soll ich die jemals wiederfinden? Hat die einen Namen? Heißt die Vulkaninsel? Komm, die heißt doch im Leben nicht Vulkaninsel. Wie ist die denn? Erforscht am Krater des Schicksals. Auf der Insel. Achso, Terra, ja, sagt das doch. Nicht, dass ich auch nur die leiseste Ahnung hätte. Ah, guck mal. Hier. Okay, und ich habe so gar nichts, was in der Nähe ist. Aber es ist immer noch besser als schwimmen. Würde ich sagen, oder? Und dann rufe ich da mein Schiffchen.
Ja, na gut. Also während das Spiel so vor sich hin lädt, werde ich dann mal speichern. Und dann werde ich euch im nächsten Let's Play abholen. Und wir erforschen unsere Vergangenheit weiter und finden vielleicht was über unseren wahren Vater.